Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist der politische Anlass oder Hintergrund dieser Ihnen jetzt vorliegenden Stellungnahme? Sie wissen, dass seit 2013 zwischen 51 Staaten und darunter auch allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verhandelt wird über ein Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen. Dieses Abkommen hat für die Europäische Union sehr wohl eine große Bedeutung, weil, wenn man sich die Zahlen anschaut, 68% aller Arbeitskräfte in der Europäischen Union sind auf dem Gebiet der Dienstleistungen beschäftigt. Und insgesamt macht der Handel mit Dienstleistungen 35,6% des Bruttoinlandsprodukts in der Europäischen Union aus. Was war das Ziel dieser Stellungnahme? Das Ziel dieser Stellungnahme war, zu definieren, was in einem solchen Vertrag enthalten sein soll, beziehungsweise was in einem solchen Vertrag nicht enthalten sein soll. Wir haben uns bemüht, diesen Weg so stringent als möglich zu gehen, so wie es auch damals bei der TTIP-Stellungnahme des ADR vom Kollegen Töns gemacht worden ist. Wir haben versucht, nicht darüber zu spekulieren, welche Ergebnisse zum Endeffekt TISA haben könnte, sondern was wir als lokale und regionale Gebietskörperschaften wollen. Und diese Herangehensweise hat dann auch dazu geführt, dass wir im Wirtschaftsausschuss einstimmig den vorliegenden Bericht so auch verabschieden konnten. Und ich habe das deswegen gesagt, weil einige der Änderungsanträge, die jetzt vorliegen, diesen Weg ein Stück verlassen, indem sie mehr darauf orientieren, zu sagen, TISA wird das und das und TISA ist gut oder schlecht, wie auch immer. Ich glaube, das können wir erst bewerten, wenn TISA dann abschließend und endgültig vorliegt. Jetzt können wir nur definieren, was wir für unsere Gebietskörperschaften verlangen, was da drinstehen soll oder was nicht drinstehen soll. Ich habe im Vorfeld mit auch dem Europäischen Parlament, mit Frau Reding, die ja für das EP einen analogen Bericht macht, mehrfach geredet. Sie können sich auch erinnern, bei der ersten Auftaktveranstaltung war Frau Reding auch hier. Wir haben mit der Kommission geredet. Ich bedanke mich natürlich auch bei der Fraktion, beim Sekretariat, bei meinem mir zur Seite gestellten Spezialisten zur Unterstützung. Die wichtigsten Punkte möchte ich kurz anführen, um was es geht. Ich kann nicht alle nennen, weil die Redezeit da weit überzogen würde. Wir sagen, dass wir eine höchstmögliche Transparenz auch während dieser Verhandlungen benötigen, dass auch die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in den Abstimmungsprozess einbezogen sein müssen, dass sie rechtzeitig ihre Aufforderungen an die Verhandlungspartner artikulieren können. Wir brauchen den Schutz der öffentlichen Dienstleistung und der Daseinsvorsorge. Das wissen Sie als Abgeordnete, als Bürgermeister von den lokalen, regionalen Gebietskörperschaften am besten, weil Sie, wir gemeinsam, die Dienstleistungen erbringen für den Bürger vor Ort. Dort spürt er es unmittelbar. Da schlägt der Einfluss von Politik direkt um. Wir haben einen Vorschlag analog zu dem hier auch angenommenen TTIP-Bericht von Markus Töns gemacht, dass Sie eine Positivliste haben wollen. Was ist der Vorteil einer Positivliste gegenüber einer Negativliste? In einer Positivliste steht drin, was sozusagen liberalisiert wird im Handel. Und damit ist das klar. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einen Laden, kaufen ein Produkt. Da steht auch drin, was in dieser Tüte drin ist. Da steht nicht drin, was in dieser Tüte nicht drin ist. Und damit können Sie etwas anfangen, weil Sie lesen, so viel Zucker, so viel dieses, so viel jenes, so viel das. Und das ist der Vorteil. Positivlisten sind klar für jeden Einzelnen.
Dann weiß er, was wird dem Handel dem unterworfen und was dem, wird dem nicht unterworfen. Was wir auch gefordert haben, dass die Regulierungshoheit der unterschiedlichen Ebenen und für uns natürlich insbesondere interessant, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, dass wir unsere eigene Regulierungshoheit auch behalten müssen, dass wir nicht über TISA festgelegt bekommen, wie wir in unseren Gebietskörperschaften zu agieren haben. Weder im Bereich der Bildung noch im Bereich der Gesundheitsvorsorge, in keinem. Das müssen die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften selber auch zukünftig entscheiden können. Wir haben außerdem gesagt, weil das auch eine Analogie ist, was wir verhindern müssen, ist, dass über TISA die sehr hohen positiven Schutzstandards auf allen Gebieten, die es gibt, die die Europäische Union bereits hat, die also bei uns zu Hause wirken, dass diese auch erhalten bleiben. Dass die nicht einer Absenkung unterliegen, sondern dass diese Standards die Standards sind, die auch zukünftig gelten müssen. Letzte Bemerkung, der Vorsitz sagt mir schon, ich soll hier kürzer werden. Wir haben extra noch einen multilateralen Ansatz eingebaut, weil die Verhandlungen fußen ja letztendlich auch auf GATS und WTO und viele Länder sollen ja später auch die Möglichkeit haben, dem noch beizutreten, mit sozusagen Vertragspartner zu werden. Und darauf haben wir in bestimmten Punkten auch nochmal ausführlich hingewiesen. Und ich bitte Sie nach Möglichkeit, den Vorschlägen, die ich als Rapporteur gegeben habe, zu den Änderungsanträgen zu folgen, weil das auch der Konsens war, den wir im ECON wirklich einstimmig hergestellt haben. Danke.